Zurück und immer noch im Gespräch mit dem Düsseldorfer Fotografen Kai Schäfer. Und jetzt geht es um sein Projekt World Records, der Soundtrack deines Lebens. 2010 hat es angefangen. Ja, und es ist eine Hommage, wenn man so will, an die analoge Klangkunst. Viele sagen ja auch, es ist ja eigentlich auch die, da ist die Musik wirklich noch am wärmsten und am originalsten eigentlich als die ganzen digitalen Geschichten. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese Platten so zu fotografieren und dazu auch als Kombination wirklich mit legendären Plattenspielern auch, die man heutzutage vielleicht gar nicht mehr kennt, unsere Zuschauer da draußen? Ja, zunächst mal habe ich ja nicht in der Serie gedacht. Erstmal dachte ich, wie fülle ich meine, ich hatte damals eine neue Altbauwohnung mit 4,20 Meter hohen Decken. Also was packt man sich da dran? Riesenweiße Wände, ja. Und das geht wahrscheinlich anderen auch so, aber ich glaube auch Fotografen. Was mache ich da hin? Eine Landschaft? Eine nackte Frau? Weiß ich nicht. Familienfoto so groß ist auch irgendwie albern. Und da dachte ich halt, kam mir so eine Platte in den Sinn. Und gerade diese Idee der Erinnerung eigentlich. Ja. Jetzt nicht, dass es glaube ich, sehr gut fotografiert wurde, sondern dass man einfach was mit der Platte verbindet. Das hat, glaube ich, jeder. Und ja. Jeder hat mit 16 oder 17 zum ersten Mal geknutscht oder einen Liebeskummer gehabt. Muss ja nicht nur positiv sein, ne? Und da hatte ich die Idee, eine Platte zu fotografieren und bin dann an Sammler rangetreten, weil ich nicht genau wusste, auch was, hatte auch von Labelkunde gar keine Ahnung, von Pressungen, das war alles totales Neuland. Und klar, jetzt ist Vinyl irgendwie ein bisschen hip, ne? Aber es wird wieder cool. Ja, genau, vor 10 Jahren, naja, war das eigentlich, da schlossen alle Plattenläden und, ne, nur ich dachte halt immer, das ist einfach ein schönes Objekt, das ist zwar, ich komme aus der Autofotografie dann, habe ich ja gerade so ein bisschen erzählt und dann ist es schon auch schwierig, so ein Ding frontal von oben und dass man jede Rille sieht und so zu fotografieren. Also ist auch nicht ganz so einfach. Hab dann ein eigenes Licht dafür entwickelt. Das hast du auch wirklich, auch, du hast, glaube ich, den ganzen Prozess hast du auch patentieren lassen, wie du diese Sachen fotografierst. Ja, genau. Also nicht das Licht, sondern das verrate ich eh nicht, wie ich das mache. Ein Geschmacksmuster gibt es ein weltweites für diese Geschichte. Ne? Also immer frontal von oben, Platte, Plattenspieler. Da gibt es sowas, ja. Ja, und das sogenannte Urfoto, das habe ich auch mal gerade hier aufgemacht auf dem Rechner. Das ist nämlich die Wohnung, über die wir gerade gesprochen haben. Und da hängt es an der Wand. Ich glaube, das war eine Scheibe von Led Zeppelin. Das Richtung, war das Erste, was du gemacht hast. Das ist die 4 oder 4 Symbols. Das ist ja dieses, ne? Und da fand ich aber auch, habe ich auch eine Erinnerung dran, aber ich fand auch, ganz ehrlich, das Atlantic-Label schön mit den Farben und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, ich habe dann noch gar nicht an Serie und so gedacht, sondern wollte einfach meine Wand oder meine Wohnung schmücken. Und habe das dann fotografiert, fand es cool, habe es aufgehängt und andere fanden es auch cool. Und dann habe ich halt, dann vergingen aber wieder 3-4 Jahre und dann dachte ich, warum machst du da keine Serie draus? Ja. Und dann habe ich losgelegt, Ende 2009, Anfang 2010. Mittlerweile sind es, glaube ich, über 100 Formate. Man kann sie auch in relativ vielen Plätzen auch finden. Ich glaube, hier bei uns in Düsseldorf hängen auch ein paar. Aber auch, wenn man hier auf deine Homepage nämlich mal geht, World Records, da sieht man nämlich Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Und da steht hinter Bullerei Hamburg. Und das ist in der Tat der Laden von Tim Mälzer. Richtig. Den habe ich angebaggert, ganz ehrlich, weil ich war auf der Schanze, ist das ja, Schanzenviertel, zufällig waren wir da, wir haben Freunde besucht und da hieß es, der Tim Mälzer hat da eine neue Bude und dann haben wir reingegangen und das hat uns auch interessiert, fanden wir auch cool und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich den einfach mal an. Dann hat der natürlich gedacht, wieder einer, der da kommt und hat dann auch alles ein bisschen gedauert, aber sie fanden es dann doch cool und das hängt auch immer noch da und immer wenn ich sage, ich hol's oder ich tausche es aus, weil er hat es jetzt nicht gekauft, es ist einfach ein Ausstellungsstück. Sagt, ach ne, komm, wir hängen schon dran und so und dann lasse ich es auch hängen, alles gut. Ich glaube, es ist auch gerade das Ding, wenn man sich es hier auf der Homepage anguckt, klar, es ist ein unglaublich großes Format und es sieht verdammt gut aus, aber wenn man es hier in der Realität, wenn man direkt hier neben sitzt, das sieht halt noch viel, viel krasser aus, weil du wirklich alles komplett auf dieser Platte auch sehen kannst und dazu auch noch die Plattenspieler. Wo findest du beispielsweise auch die Geräte dazu, die Plattenspieler? Weil alleine hier dieses Revox-Gerät mit diesem unglaublich geilen Bild von Kraftwerk, Mensch-Maschine. Wo findet man diese Plattenspieler heutzutage noch? Bei Sammlern. Also es hat sich dann rausgestellt, dass das NRW so ein bisschen so ein Epizentrum der analogen Platten- und Plattenspieler-Sammler ist. Also ich habe festgestellt, es gibt entweder sammeln Leute Platten wie Wahnsinnige oder sie sind totale Technikfreaks und haben in ihrem Keller wie andere Oldtimer. Da haben sie die Geräte stehen. Genau, dann habe ich die angeschrieben und sage, klar, leih ich dir unseren Platten sicher, du bist ja der netteste Kerl auf der Welt. Und
Aber dann haben sie es wirklich gemacht. Dann haben wir uns getroffen und dann habe ich jetzt den Andreas Donner zum Beispiel, den ich auch gerne hier nennen möchte, der mich da sehr unterstützt hat am Anfang. Mhm. Und der hat mir die einfach geliehen. Ich weiß noch, dann bin ich mit meinem Auto vorgefahren, darf ich denn alles dokumentieren, hat von jedem Plattenspieler, wie ich den in den Kofferraum geladen. Wir reden hier teilweise, so ein Dual kriegt man für 250 Euro. Das ist jetzt, aber er hat mir auch andere Dinger mitgegeben, die vielleicht 5.000 oder 10.000 kosten. Ne? Also das ist sehr, hat auch, by the way, nichts mit der Optik oft zu tun. Also den Preis, das ist nicht entscheidend. Der Dual ist eigentlich schon der Bestseller zum Beispiel, ne? So ist das entstanden. Und dann habe ich mir die ausgeliehen und ihm auch brav wiedergebracht. Dann hat er mir wieder neue geliehen. Und dann haben wir geguckt, was hat er noch, was gibt's noch. Und ja, und die Platten habe ich erst von Sammlern. Aber da bin ich jetzt mittlerweile so speziell geworden, dass ich natürlich Internetportale habe, wo ich halt ganz spezielle Platten, also wenn ein Künstler zum Beispiel gerade passiert, Jimi Hendrix, mhm. aus Seattle, da braucht man eine amerikanische Pressung. Da kann ich nicht, weil er hat jetzt eine Reederei ein Bild gekauft und ich stelle jetzt in Seattle, ist eine Art Fair jetzt Ende Juli und da kann ich nicht mit einer deutschen Pressung da denken die auch, was stimmt denn? Da muss man auch vieles warten. Das muss schon passen. Eventuell das ist einfach auch der passende Plattenspieler, der dann vielleicht auch noch zur Zeit passt. Ja, auf jeden das Fall. Das ist ja auch das Wichtige. Ja, das meinte ich ja. Also der zum Beispiel, der Revox ist 79 rausgekommen. Ja. Und ich meine, die Menschmaschine ist auch 79. Ja, ich glaube doch Ende 70er. Ja, also das passt ziemlich genau. Und ich meine, das ist natürlich, gerade an dem Beispiel, finde ich, mit den vier Dreien und den vier Jungs da oben, das passt schon extrem gut. Wenn wir jetzt nochmal ein paar Sachen vor allen Dingen uns unterhalten über die Künstler selber, weil wir sehen auch hier gerade bei Metallica oder bei Motorhead, da sehen wir auch die Originalunterschriften der Künstler. Wie kommt es bei den Musikern, bei den Künstlern? Weil mittlerweile wirst du ja damit sicher auch schon ein paar Verbindungen gemacht haben, wenn wir gleich auch noch bei Herbert Grönemeyer zum Teil auch noch erfahren. Ja, die fanden das cool, sonst würden die das, glaube ich, nicht. Also gerade James Hetfield, der ist ja auch mal, der kann auch mal so ein Ding zertreten. Ne? Also ist wirklich, 2010 bin ich nach Prag geflogen extra, Lars Ulrich getroffen. Ja. Und da war das aber auch so Harakiri, nichts Offizielles. Und dann kam direkt die Manager und ich sag, was ist denn hier los? Bringen Sie das schnell weg. Und dann habe ich nochmal über die zweite Schiene, über Marek Lieberberg wieder gedacht, ich brauche jetzt noch die drei anderen Jungs. Deshalb kann man das ganz gut sehen. Da rechts oben steht Lars Ulrich, Metallica 2010 und dann kommt 2012 hier und da hast du James Hetfield. Genau. Und das hat dann der Herr Lieberberg für mich geregelt, ehrlich gesagt. Wir sehen hier auch, wenn wir das Foto noch mal öffnen, beispielsweise Lou Reed beim Unterschreiben. Ja. Ich glaube, wir haben es auch, seine Unterschrift haben wir auch da vorne stehen. Genau. Auf der Platte auch. Auf der Velvet Underground. Genau. Ja, da war, ich habe da mitgekriegt, dass er in Frankfurt selber, der war ja dann auch Fotograf am Ende, und dass er da ausstellt in der Galerie. Ja. Und da habe ich gedacht, da muss ich hin, ich muss den treffen. Und dann war ich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Das glaube ich. Und dann, weil das ist ja schon eine richtige Nummer, meiner Meinung nach. Und dann habe ich auch ein bisschen gestottert und dann fand er das aber richtig cool und wollte auf einmal länger mit mir reden. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann haben wir so 5 Minuten gequasselt und dann hat er seine Assistentin abgerufen, mach doch mal ein Foto von uns. Und ich so, oh, läuft ganz gut. Und dann hat er das auch noch auf seiner Facebook-Seite gepostet und ja, dann bin ich glücklich wieder nach Hause gefahren. Ne? Das sind halt so schöne Erlebnisse. Sehr schönes Erlebnis für dich war mit Sicherheit auch, weil das ist ja auch ein Stück deutsche Musikgeschichte. Herbert Grönemeyers Bochum. Ich glaube mittlerweile das 30. Jubiläum. 1984 kam es raus. Es war das vierte oder fünfte Studioalbum von ihm. Ja, ich glaube das fünfte war es von ihm. Und da hattest du auch die Chance gehabt, ihn zu treffen bei einem Konzert. Konntest quasi Backstage geben und hast aber im Gepäck hast du die Vinylausgabe von Bochum gehabt, auch auf dem Dual-Plattenspieler. Und das Ganze war 1,50 x 1,26, eine Riesenfotografie. Richtig. Und das habt ihr dann im Endeffekt, wenn ich das Foto hier gerade mal suche, dann auch versteigern können für einen sehr, sehr guten Zweck. Hier sehen wir es auch gerade. Genau, das haben wir, ich habe das im Januar gehört, dass Herbert Grönemeyer extra für sein Album 2 Konzerte gibt in Bochum. Mhm. Und da dachte ich, was passt besser als das? Hab die Bochum-Platte einfach mal fotografiert, produziert. Ja. Und dann bin ich wieder ans Management rangetreten und ging ein bisschen auf die Nerven wahrscheinlich. Und dann fanden sie es dann doch wieder so gut und haben gedacht, ja, das machen wir und für einen guten Zweck versteigern wir es auch. Der gute Zweck war dann Viva Con Aqua, eine Organisation aus Hamburg. Ja. Und dann
gesagt, getan, haben wir ihn getroffen, der war auch super nett zu uns, haben eine halbe Stunde gequatscht, haben noch Fotos gemacht, da war dann auch ein Fotograf und so. Und dann ist das über eBay Charity, dann ging das dann los, dann dachte ich, er sieht ein bisschen komisch aus, ne? 100 Euro und eBay und so. Wurde ein bisschen mehr im Endeffekt. Ja, ja, genau, und ist ja dann ordentlich nach oben gegangen. Und ja, das finde ich schon toll. Da haben wir was Gutes getan. Ich glaube, im Endeffekt waren es, wenn wir den genauen Preis sagen, 7.050,04 Euro. Und der Erlös, hast du ja auch gerade gesagt, Viva Con Agua, eine wirklich sehr interessante Hamburger Initiative, die sehr, sehr viel Gutes auch tut. Wie wird es weitergehen? Wie groß wird die Serie noch werden? Oder hast du noch Ideen, was man alles noch machen kann? Weil mir persönlich wird eine Scheibe einfallen. Das ist meine absolute Favorite-Scheibe. Das sind auch so diese Sachen, das sind die Erinnerungen, die man irgendwie aus den jüngeren Jahren hat. Das ist Depeche Mode 101. Ja. Die fände ich auch, muss ich sagen, sehr, sehr cool auf irgendeinem 80er-Jahre-Plattenspieler. Ja, wir haben hier die Violator, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die habe ich natürlich noch gar nicht gesehen, ja, die Violator. Die hast du hier vorne. Eine schwarze, ja. Ne, auch nicht so schlecht. Aber ich meine, ein Ende ist da gar nicht so richtig abzusehen. Man wird halt spezieller, ne, was die Pressungen auch angeht. Und ganz ehrlich, ich habe einen Galeristen in Los Angeles und da war ein Kunde, da hat, glaube ich, er sagte, Dr. Dre hat ein Bild bekommen als Geschenk von diesem Kunden. Ja. Und da ging das dann so und dann habe ich an Heiligabend, werde ich nie vergessen, habe ich von dem eine Liste bekommen, da standen 10 Alben drauf, das war's. Okay. Und der Kunde hätte gern 10 große und das bis Ende Januar. Ja, dann war Heiligabend ja ganz schön. Ne? Also auf jeden Fall schön. Und das ist dann halt so, dann muss man die Platten organisieren. Das ist eigentlich relativ aufwendig, bis die aus Amerika dann da sind. Dann natürlich fotografieren und dann noch ein bisschen reinigen. Also es wird jetzt nicht groß, keine Retusche gemacht, also nur sauber. Eigentlich wird nur sauber gemacht. Ne? Wird man deine Werke auch jetzt in diesem Jahr vielleicht auch hier im Raum Düsseldorf nochmal wirklich viele Werke nebeneinander sehen können? Ist eine Ausstellung auch noch geplant? Ja, es ist von dem Wolfgang Sohn eine Ausstellung geplant im Stielwerk. Mhm. Das geht am 11. September bis zum 26. September. Ich glaube, das wird eine super Sache. Also haben wir 15 Quadratmeter mit Bar und so. Das Stielwerk ist ja so ein bisschen aber ich glaube, wir kriegen da viele Leute hin und der Wolfgang schafft das auch immer. Und nicht nur Feierleute, auch Leute, die sich wirklich für Kunst interessieren. Auch mehrere Leute, nicht nur Fotografen sind da vor Ort. Und das kann ich eigentlich, dritter Stock, das kann ich eigentlich nur empfehlen. Ich glaube, da geht es richtig ab. Da wird auch gefeiert. Ja, er hat ja, glaube ich, auch schon mal diese Temporary Art Gallery hat er auch, genau, mal, auch diese, mal gemacht. Genau, diese Art Show hieß die letzte in der Nähe vom Olio da, vom Güterbahnhof, vom ehemaligen. Und das macht er toll, finde ich gut. Wenn wir mit Sicherheit Frank Durstorf ist auch dabei. War ja auch schon vor ein paar Wochen hier. Genau, aber wir haben ihn geschlagen. Du hast viel mehr Bilder mitgemacht als der Frankie. Ich habe auch mehr geschwitzt gerade. Wir haben uns im Einsatz unseres Lebens, haben allein dieses Kraftwerkbild. Es hält definitiv. Es hält eigentlich so gut, können wir auch dann hier stehen lassen. Weil Kraftwerk passt hier im Studio, finde ich ganz gut. Gerne, ich hol's dann, irgendwann ab. Vielen Dank, Kai Schäfer. Gerne. Das ist wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch. Tolle Bilder. Könnt ihr euch auch noch mal alles hier im Internet durchlesen. World Records. .me. Da gibt es alle Informationen über diese sehr, sehr interessante Serie von Kai Schäfer. Vielen, vielen Dank und danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, 17.30 Uhr geht es hier weiter im Düsseldorfer Medienhafen. Dann wieder viel mehr Sport, Klickblick und Lifestyle. Kennt ihr ja. Daher noch einen sehr schönen Abend. Viel Spaß im Programm bei NRW TV. Macht's gut, bis dann. Vielen Dank. Danke dir. Hard looks and cold words, they kill by degree.